Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Metroid Dread. Mein Name ist Nico. Im letzten Teil haben wir den ersten EMMY-Roboter mit einer besonderen Knarre besiegt, die leider nur für einen Kill ausreicht. Danach fällt sie leider weg. Und jetzt gucken wir mal, wo das hier am besten weitergeht. Also, da kommen wir her. Schauen wir mal. Edleres Teil. Geht nicht. Dann schauen wir uns das mal an. Okay, jetzt fließt da Wasser hin. Okay, jetzt liebe ich hier jetzt nichts. Ah, jetzt komme ich hier hoch. Sehr gut. Diese Videosequenzen gefallen mir sehr gut. Vor allem grafisch. Blaue Leinwand. Okay, warum schmeißt er mich jetzt in die Karte? Komm. Okay, nein. Das schaffe ich noch nicht. Auf jeden Fall ist da schon mal kein Strom, der mich tötet. Okay, da komme ich wieder nicht weiter. Dann gehen wir hier lang. Noch einer von denen. Na, dass das nicht funktioniert, haben wir ja schon festgestellt, ne? Ja, das auch. Hey. Da warte doch. Ja. Ausgedrückt. Scheiße. Und ich dachte schon, ich wäre in der Sackgasse. Ich meine, alles unter Kontrolle. Das sah cool aus im Hintergrund. Irgendein Schleimi. Oh. Die verschließt sich. Die Raketen nehme ich. Die sind gratis. Sag, was du zu sagen hast. Beide Emmy, auf die du getroffen bist, wollten dich ergreifen. Möglicherweise wurden sie gehackt. Wenn dem so ist, sollten wir davon ausgehen, dass alle Emmy feindlich gesinnt sein werden. Mithilfe eines Impulses, den sie aussenden, erkennen Emmy innerhalb eines bestimmten Radius Vibrationen in der Luft. Mit anderen Worten, sie können dich hören. Oh. Hat ein Emmy Vibrationen wahrgenommen, geht er in den Kontrollmodus über, um zu ermitteln, woher sie kommen. Halte dich von seinem Sichtfeld fern, wenn das passiert. Andernfalls steigt die Gefahr für dich enorm an. Wenn dein Emmy dich sieht, nimmt er die Verfolgung auf, und die Ausgänge der Emmy-Zone schließen dich. Du wirst darin gefangen sein. Um zu überleben, musst du seinen Verfolgungsradius verlassen. Entwischst du den Emmy, wird er von der Verfolgung ablassen. Auch die Ausgänge werden dann wieder geöffnet. Oh, Steve. Emmy verlassen die ihnen zugewiesene Zone nie. Es scheint, als funktioniere ihr Steuerungssystem ausschließlich in diesem Areal. Ich schätze, dass deine Überlebenschancen bei 1% liegen, wenn ein Emmy dich ergreift. Es gibt nur eine sehr geringe Chance zur Flucht. Dieses Zeitfenster auszumachen ist nahezu unmöglich. Emmy sind gegen deine derzeitigen Waffen immun. Dir fehlt die einzigartige Energie, mit der du den ersten Emmy besiegt hast. Deine einzige Möglichkeit ist nun zu vermeiden, dass du ergriffen wirst, und einen Ausgang zu finden. Schlichtweg zu überleben sollte deine oberste Priorität in einer Emmy-Zone sein. Alles klar, das kriegen wir hin. Jo, speichern.
Ja, wir haben noch eine Möglichkeit. Ja, ach, ich kann noch immer nicht rollen. Zone, okay. Aufladung. So. Nein, okay. Das ist schon mal nichts. Ich gehe erstmal rechts. Okay. Gut zu wissen, da können wir nicht weiter. Nein! Ja, das muss mindestens aber passieren. Sonst ist das alles nicht richtig. Karte. Dass ich weiß, hier war ich, da komme ich nicht weiter. Ja, okay, gut. Das war useless. Steht er noch vor der Tür? Das ist schon so ein bisschen fies. Ja. Kein Problem. Was ist denn? Okay. Yep. Oh. Wir haben ein bisschen was ausgelassen, ne? Egal. Hauptsache erstmal überleben. Mal wieder. Komm, ich hab den Morph voll. Werde ich ganz viel einsacken können. Ah, Energiecontainer. Und ich komme nicht ran. Okay. Kein Problem. Gib mir das. Gib mir das. Das geht bestimmt. Einmal noch. Okay, noch einmal. Okay, vergessen wir es. Komm wieder. Das geht nicht. Keine Ahnung, Geheimnis. Entschuldigung. So. Ekelhafte Gedärme in der Wand. Das ist schon ein bisschen eklig. Ach, komm ich eh nicht durchgerollt. Kann ich jetzt versuchen.
Okay. Ja, dann gibt es dann auch diesen einen Weg, ne? Geschenke, Items, Waffen, Rüstung, alles. Spiel durch. Strom. Ah, eine Map, eine Karte. Dann weiß ich, wie es lang geht. Siehst du mal so, was ich dann erkundet habe. Und das ist eine ganze Menge. Okay. Yes. Speichern geht immer. Geiles war. Ja, so geil ist der noch nicht. Aha. Da haben wir sie doch. So. Den nehmen wir doch gerne mal mit. Ja, anscheinend scheinen nicht immer alle Gegner zu spawnen. Ist das ein kleines Vieh? Geht aber auch nicht. Okay. Das ist auch nichts. Ich bin erstmal weg. Oh, okay. Das reicht aus. Dann gehen wir mal hier lang. So, was haben wir hier? Lila war Leben, nehme ich. Immer gut. Kann ich brauchen, werde ich brauchen. So. Dankeschön. So. Ach. Ah, der Morphball, den werde ich echt häufig noch brauchen. Auch dass ich den Ball kriege. Oh, Raketen. Ach, Kotzball. Kotzball. Gegner mit bei DNA. Die sind ja immun gegen Kälte gewesen. Anfällig gegen Kälte gewesen. Oh. Beides nicht. Geschenke! Oh ja. Aufladen. Aufladungsschuss. Nice. Das hätte ich gleich durchlesen sollen. Das sieht schmerzhaft aus. Das wird ausgetestet. Ah, und Türen öffnen macht's. Alles klar. Praktisch. Bitte was? Oh, okay. So ein reicht doch nicht aus. Ja, ein dicker Schuss hat schon ordentlich Wumms. Okay, die Ausweichung. Macht's aber doch schon leichter. Die Container. Wir haben. Ja, Mann. So läuft das hier. Das ist ein Tank. Ausweichen ist irgendwann nicht mehr nötig. Okay. Warte mal, hier war ich doch schon mal, oder? Junge! Wir wissen nicht, wo der im Platz ist.
irgendwie eklig gerade hier. Ja, da kommen wir dann nicht hoch. Schleuse. Also hier hoch und dann nach links. Checke. Ah, das ist dann wahrscheinlich die Bombe, die wir kriegen, wenn wir zum Ball sind. Noch so ein Gehirnding. Könnte das sein? Ach, kann ich durchrollen? Nein. Ich würde jetzt irgendwo weiter. Ne, fühlt sich auch nicht so an. Was soll ich denn jetzt? Genau dahin, wo ich bin. Nervige Teile. Geht auch nicht hoch. Was soll ich denn lang jetzt? Aha. Stressig. Ja. Das macht doch mal Sinn. Ja, Mann. Ja, Raketen. Schick aus. Schön blaue Welt. Oh, ja, zu heiß. Auch zu heiß. Okay, dann wollen wir da mal nicht rein. Okay, da komme ich nicht rein. Dann müssen wir wohl hier rein. Perfekt. Super, dann haben wir jetzt den Chargebeam, den Aufladeschuss. Ich bedanke mich hier fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ciao!